Wow, warum wackelt denn alles? Das gibt's doch nicht. Was ist das? Geht man so seelenruhig hier lang und dann... Ach, wer Doppelbild. Das sieht nach Laris aus. Plus was anderem. Noch ein Papa Laris oder was? Oh oh. Menschen. Menschen bedeuten niemals was Gutes. Mann in Weiß. Ha, verschwindet, ihr dreckigen Käfer. Wir haben Laris und Lemurus erfolgreich aktiviert. Ach, Lemurus, also. Dann lass uns endlich zurückgehen. Aber ich bin zum ersten Mal draußen. Lass mich doch ein bisschen spielen, okay? Na gut, aber nur ein bisschen. Mir ist es hier zu stickig. Eigentlich möchte ich nur noch nach Hause. Wo ist meine Mami? Sei ruhig, du kleiner Schreihals. Darf ich ihm das Maul stopfen, oder? Bitte, bitte. Du machst doch sowieso, was du willst. Ah. Hey, ihr beiden, hört sofort auf. Hä? Dieses Gefühl... Es passiert schon wieder. Ach, wandelt er sie jetzt auf? Sie sieht so ähnlich aus wie die. Ja, sorry, wenn ich nie beide Bildschirme zeigen kann, aber das geht halt nicht. Leute, du hast dich schon wieder verwandelt. Er ist ein Hybrid? Ach, Hybrid. Ein Hybrid, das kann nicht sein. Ich dachte, wir seien die Einzigen. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ich habe aber keine Lust mehr, nur die Stadt zu demolieren. Jetzt kommt der richtige Spaß. Ach du Kacke. Okay, der wirft eine Energiekugel. Kann ich die? Ja. Und sie auch. Oh. Das ist böse. Also wir sind mit... Es ist ein Hybrid, frage ich mich echt. Das wird... Boah, scheiße. Ja, das kommt noch hinzu, dass das scheiße ist. Finde ich extrem interessant geworden hier, Swatorobo. Hätte ich am Anfang echt nicht so eingeschätzt. Oh. Ja, lach du mal, komm runter. Das hat doch Spaß gemacht, oder? Aber jetzt habe ich keine Lust mehr. Bitte? Autsch. Oh. Red. Auf welche Art soll ich mich in den... Auf welche Art soll ich in den Riss gehen? Was meinst du, Nero? Warte, Blank. Wir sollten zuerst zurückkehren und das melden. Nero? Ungewöhnlicher Name für ein weibliches Wesen. Blank? Hab ich auch noch nie gehört. Dein Glück, dann wirst du wohl doch noch einen nächsten Morgen erleben. Aber ich werde bald wieder mit dir spielen. Moment mal, wo wollt ihr denn hin? Red, Red. Red? Red! Red! Er kommt wieder zu sich. Red, ich bin's, Il. Erkennst du mich? Il. Chocolate? Ein Glück, er ist wieder bei Bewusstsein. Du hast es mal wieder übertrieben, also echt. Du musst es auch mal gut sein lassen. Autsch, ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, sicher. Aber wer... Waren die beiden überhaupt? Warum ist Laris wieder zurück und nun gibt es ihn zweimal? Zweimal? Es gibt ihn nicht zweimal. Genau genommen sind Lemurus und Laris. Diese beiden Wesen werden Titanomaschinae genannt. Sorry, falls ich das jetzt... Oh. Entschuldigung. Sorry, falls ich das jetzt ausspreche, aber... Hä? Verstehe ich nicht. Das Amulett, das du hattest, war das Laris-Amulett. Und das Amulett, das ich habe... ist dieses hier, das Lemurus-Amulett. Ich werd verrückt. Und das heißt... Hier, ich hab... Ach, ein Shepard. Waren zwei Titanomaschinen.
Maschine? 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 Maschinenversteck. Maschine. Und nun, wer will, möchte sich mit uns treffen und darüber reden. Brad, es wäre gut, wenn du auch dabei sein könntest. Zwei Titanenmaschinen sind zeitgleich erwacht. Von allen Katastrophen ist das die schlimmste, die hätte passieren können. War ja klar. Es muss ja immer noch mal schlimmer gehen. Kannst du dich einfach irgendwie mal Blumenmonster sein oder sowas? Hätte ein bisschen verschieben. Was ist mit dem Dark? Die beiden haben ihn ganz schön übel zugerichtet. Kannst du ihn reparieren? Ich wünschte, ich könnte es, aber keine Chance. So stark war der Dark noch nie demoliert. Diese beiden Verflixten, wenn ich die jemals wiedersehe. Oh Mann, dann werde ich. Der Dark bedeutet dir sehr viel, nicht wahr, Red? Warum? Es ist fast als, ich habe das Gefühl, es wäre schon seit meiner Geburt bei mir. Nun, die letzten 9 Jahre zumindest. Hä? Ich kann mich an nichts erinnern, das länger als 9 Jahre her ist. Aber wieso? Weil er ist 17, das weiß ich. Ungefähr 17. Vielleicht auch schon 18. Dann war er damals 8, 9 Jahre alt. Mhm. Dann hat der Chocolate wahrscheinlich nur aufgenommen, es ist nicht wirklich seine Schwester. Gehe ich jetzt gerade davon aus. Aber wieso? Nun ja, das weiß niemand. Leider. Vor 9 Jahren stand Red mit seinem Dark plötzlich vor meinem Waisenhaus. Sag ich doch, der hat die aufgenommen. Er ist ganz allein umhergestreift, aber niemand weiß, woher er kam. Das weiß ich auch nur aus Erzählungen. Ich selbst habe keine Erinnerungen daran. Und das war vor 9 Jahren? Wir haben also beide eine bewegte Vergangenheit, aber mach dir deswegen keine Sorgen, Ehe. Okay. Ich gehe schon mal vor und kehre zu Melville zurück. Sie ist auf der Golden Roar. Vergesst nicht nachzukommen. Okay, die Golden Roar, wir werden da sein. Tja, ja. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ist es dir gut ergangen? Gegangen? Das heißt, wenn man so lange braucht mit nächste Textvorkommen. Ja. Ich freue mich auch, dich nach so langer Zeit wiederzusehen. Ich glaube auch, das ist ungefähr so fast ein Jahr vergangen. Ein halbes Jahr? Ein halbes Jahr war das, genau. Jetzt ist das Team ja komplett. So. Nächstes Ziel? Davron-Insel und Quest. Ich will nicht, ich mag die Davron-Insel nicht. Da müssen wir immer fliegen. Ich überspringe das wirklich. Ich habe da jetzt kein Level für zu fliegen. Das lasse ich aus. Fragmente der Zeit. Das wird ja immer interessanter. Die ganze Gruppe beisammen, super. Warum guckt er so erschrocken? Wir sind da, also schieß los. Wer sind die beiden, die Pharao angegriffen haben? Und zwei Titanomaschinen? Was sollen wir jetzt tun? WNG, reißt du deine Klappe ziemlich weit auf. Und du bist eine Spur zugelassen. Schließlich bin ich jetzt ja auch die Anführerin der Kurvas. Und ich bin der, die beiden fertig gemacht haben. Kein Wunder, dass ich laut werde. Den die beiden fertig gemacht haben. Beruhig dich, ich werde alles der Reihe nach erklären. Ich fange bei den beiden an, die Pharao angegriffen haben. Ich bin ganz Ohr. Das sind das, was wir Hybriden nennen. Sie haben die Macht, Laris und Nemoris zu beschwören und zu steuern. Bitte, aber was ist überhaupt das Ziel der ganzen Aktion? Sie wollen die Macht der beiden Maschinen benutzen, um etwas anderes zu beschwören. Es geht jetzt noch schlimmer. Tartarus. Tartarus oder was? Das ist die Bezeichnung dessen, was sie beschwören wollen. Tartarus? Ich weiß leider auch nicht genau, wer oder was das ist. Aber eins steht fest, es wäre das Ende der Welt, falls sie Erfolg haben. War Laris ja auch schon das Ende der Welt? Oh Mann. Sie hatten bis Ähnlichkeit mit Red. Ich meine, wenn er sich transformiert hat. Ah, deine Transformation. Ich bezeichne sie als Trance. Trance? Wenn du dich in Trance befindest, siehst du genau aus wie die beiden. Im Ernst? Eigentlich solltest du auch die gleichen Kräfte besitzen.
Du bist doch wieder in Trance gefallen, oder? Ja, ich hatte mich gerade auf den Kampf eingestellt, als es einfach wieder passierte. Aber du kannst die Trance immer noch nicht kontrollieren, oder? Nein, aber, warum falle ich überhaupt in diese Trance? Das werde ich dir erklären, falls deine Testergebnisse positiv ausfallen. Kannst du es mir nicht jetzt sofort erklären? Nein, wenn du die Tests nicht bestehst, brauchst du gar nicht erst gegen die beiden antreten. Du musst die Fähigkeit entwickeln, eine Trance zu kontrollieren. Wenn du das geschafft hast, wirst du auch die Macht haben, Maschinen zu kontrollieren. Dann könntest du verhindern, dass Tartarus beschworen wird. Nimmst du die Aufgabe an? Habe ich denn eine andere Wahl? Natürlich nehme ich sie an. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist, dann starte ich den Test. Ja. Dann quatschen, Gran. Wir sind jetzt dafür verantwortlich, die neuen Kurvas aufzubauen. Fehler, wie sie unter Bruno passiert werden, sie noch nicht nochmal tolerieren. Also manchmal sehen die Figuren hier schon recht lustig aus. Ich hätte eigentlich gehofft, Quebec würde zurückkommen, um unsere Gilde wieder beizutreten. Chef und Stan kann manchmal etwas, wie soll ich sagen, eintönig sein. Ja, und du bist so zweideutig, ey. Kalua. Von hier kommst du zum Foyer und von dort zum Shop, sowie zum Waffenlabor, Mann. Wenn du aus dem Foyer rausgehst, kommst du deinen Asmodeus, die auf dem Deck steht. Ach, kann ich online mal rumgucken, mach ich gleich mal. Ich frag mich, was für eine Art von Test das ist. Es tut mir leid, dass ich dir nicht früher vom Lemuris erzählt habe, Red. Kannst du uns nochmal helfen? Ja, muss ja. Bitte hör auf, Melville. Sie wird deine Stärke benötigen. Ja, okay, ich geh mich kurz umgucken, dann mach ich sofort. Oh, das ist was. Pekestal. Ja, ihr seid jetzt freundlich zu mir, wa? Lady O'Pear und Lady Melville sind da hinten. Links ist die Bauteilforschung. Über das Waffenlabor rechts weiß ich nichts. Weißt du was darüber? Ich gehe mal gucken, dann weiß ich was darüber. Wir haben noch nicht geöffnet. Ich brauche noch einen Augenblick. Ach, war ja klar, Waffen. Ich wette, dass da für meine Trans-Situation, dass ich damit Waffen ausstatten kann. Finde ich aber auch extremst. Ich wiederhole mich, glaube ich. Ich finde das einfach extrem cool, wie sich diese ganze Sache hier entwickelt. Vor allem auch mit Red. Erst gab es ja immer mit den Maschinen, was ja jetzt schon extrem cool ist. Ach, kann ich gar nicht machen. Und, dann später transformierst du dich so. Und dann gibt es auch wieder so. Okay, es ist zwar wieder das übliche Weg, es wird immer schlimmer, ja. Aber ich finde das extrem interessant. Glaub nicht, dass es einfach wird, nur weil es sich um einen Test handelt. Testsimulation. Zuerst machen wir ein Experiment, damit du dich in die Situation angewöhnst. Versuch einfach dich zu entspannen. Ja. Go, go. Als erstes werden wir dir helfen, dich an die Simulation zu gewöhnen. Okay, das hört sich gut an. Lass uns ins Labor gehen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Das ist also das Labor? Genau, schließ die Maschine an deinen Körper und entspann dich. Kein Problem, fertig. Dann kann es losgehen. Ich starte jetzt die Simulation. Ich werde in der Zwischenzeit an dem Dahak einige Prüfungen vornehmen. Ich bin wieder zurück, wenn die Simulation durch ist. Ich bin schon gespannt auf die Ergebnisse. Okay. Um was geht es überhaupt in dieser Simulation? Hat die Simulation angefangen? Irgendwie drifte ich in eine andere Sphäre ab. Guckt die jetzt nur zu oder was macht die? Ich finde den Kleinen putzig, aber er hat uns das Leben zeitweise ganz schön schwer gemacht. Keiner wird was sagen, wenn ich ihn im klitzekleines bisschen heimzahle. Ich weiß zwar nicht genau, wie man diese Maschine bedient, aber... Ach, ich drücke einfach auf irgendwelche Knöpfe und guck mal, was passiert. Ich habe so eine schlimme Befürchtung. Eine Ahnung. Ja, und das war klar, dass das irgendwas mit El ist. Das habe ich mir schon gedacht. Das geht bestimmt darum, ihn sauer zu machen, seine Kräfte zu entfalten. Und er wird immer sauer, wenn El was passiert. Wo bin ich? Boah, kreisch nicht so. El! Käfer, tausende von Käfern, rette mich! Lauf, ich kümmere mich um die Käfer. Ich kann nicht. Ich kann mich vor Angst nicht bewegen. Ach, ich finde diesen Gesichtsausdruck immer noch geil. Die Käfer werden mich töten. Nein! Ich darf nicht zulassen, dass die Käfer ihr zu nahe kommen. Okay, bin schon bei dir. Das habe ich wirklich. Es ist zwar nicht vorhersehbar, aber. Dann komm mal her, Käfer. Ah,
Alter, wie viele kommen da noch? Haut ab! Was ist das? Nein, da kommt noch mehr. Ich habe Angst, nicht zu... Ah, geschafft. Das war leicht. Guck, sie sind alle weg. Kannst du stehen? Ja, danke. Ich hatte so eine Angst. Jetzt bist du in Sicherheit. Komm, wir kehren zu Asmodeus zurück. Ich kann nicht glauben, dass sie 300 Jahre alt ist und immer noch Angst vor Insekten hat. Das ist das Einzige, wo sie sich wie ein Mädchen aufhört. Zu viel muss man ihr lassen. Was im Kampf mit den Käfern lief. Oh nein, kommt wieder jetzt so eine Wiederholung. Ich schmief mich ganz schön. Ich springe besser unter die Dusche. Das ist doch bestimmt eine Wiederholung vom ersten Mal. Oh Gott, und die Lady Prima guckt dabei, glaube ich, noch zu. Die wird ihn nachher so aufziehen damit. Ups. Ja. Ja. Oh, tut mir leid. Ich wusste nicht, dass du hier drin bist. Oh. Ja. Ist doch gut. Ich hasse dich. Verzieh dich, Red. Boah, vermöbel die ihn gerade voll. Beim ersten Mal war das nur einmal eine Backpfeife. Das war's. Wir sind für heute fertig. Du hattest anscheinend heftige Albträume. Puh, es war nur ein Traum. Was war das überhaupt? Die Simulation wird aus deinen unterbewussten Erinnerungen und Gefühlen erschaffen. Die Welt entsteht aus deinem eigenen Geist. Niemand kann vorhersagen, was passieren wird. Ich verstehe, dann ist die Simulation also wirklich wie eine Traumwelt. Ach, und sie fast einmal ordentliche Kopfschmerzen. Hm? Ich bin mir sicher, dass ich nicht so extreme Parameter eingestellt habe. Ja. Alles Lady Preppers Schuld. Die Ergebnisse sind zurück. Das war gar nicht so schlecht für dein erstes Mal. Und was heißt das? Dass wir die Simulation fortführen. Das nächste Mal probiere ich etwas anderes aus. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Erste Testsimulation ist fertig. Schön. Ja. Ja, speichere mal lieber. Nicht, dass da noch was passiert. Kann ich mir kurz überlegen. Rechnen. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Geht es dir gut? Übernimm dich nicht. Ja. Du hast meine verpasst. Soll ich jetzt nicht mehr mit denen quatschen? Nein.